die Top-News des Tages. Heute bringt's auf den Punkt. Alles, was du heute wissen musst. Guten Morgen aus dem Heute-Newsroom. Hier sind für dich jetzt die topaktuellen News von Donnerstag, dem 7. November 2024. Vor 5 Tagen ereignete sich im Mühlviertler Waldstück ein tragisches Ereignis, als die Leiche des Amokläufers Roland D. entdeckt wurde. Bei einem Lokalaugenschein herrschte dort eine gespenstische Stille, die die Schwere der Geschehnisse spürbar machte. Auf Spurensuche begaben sich Reporter, um mehr über die Hintergründe dieses Vorfalls zu erfahren. Vor dem Start der UN-Klimakonferenz COP29 in Aserbaidschan herrscht bereits große Aufregung. Experten haben einige Unwahrheiten aus Baku aufgedeckt, die für reichlich Diskussionsstoff sorgen. Der Petrostaat sieht sich immer mehr Vorwürfen ausgesetzt und die Gastgeber wurden mit dieser Kritik direkt konfrontiert. In Deutschland ist die Lage eskaliert. Die Ampelkoalition, bestehend aus SPD, Grünen und FDP, hat das Ende ihrer Zusammenarbeit erreicht. Bundeskanzler Olaf Scholz hat den FDP-Chef Christian Lindner kurzerhand aus der Regierung geworfen, was das endgültige Aus für die Koalition bedeutet. Nun steht Deutschland möglicherweise vor Neuwahlen, um die politische Zukunft des Landes neu zu bestimmen. Am 8. November schreibt das Wiener Traditionscafé Landmann Geschichte, indem es seinen Gästen erstmals ein vollständig kuhmilchfreies Menü serviert. Unter dem Motto Baba Kuhmilch wird an diesem speziellen Tag alles vegan angeboten. In Wien sorgt ein brisanter Clip für Aufsehen. Ein Lokalaugenschein zeigt, wie gefährlich der Trend des U4-Surfens ist. Nach einem tödlichen Unfall auf der U4 warnen Innenminister Gerhard Kahner und Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl eindringlich vor den Risiken. Der Unfall ereignete sich, weil eine Brücke übersehen wurde, was erneut die Gefährlichkeit dieser Mutprobe unterstreicht. In St. Pölten steht ein Stiefgroßvater vor Gericht, dem vorgeworfen wird, 2 Mädchen missbraucht zu haben. Die jungen Opfer hatten sich an die Polizei gewandt und Anzeige erstattet. Dem 70 Jahre alten Mann droht nun eine langjährige Haftstrafe. Im Unternehmen gibt es Zerwürfnisse und die Schulden von 12,5 Millionen Euro haben die Firma in die Knie gezwungen. Diese Pleite erschüttert nun die gesamte Immobilienbranche. Die nächste Riesenpleite steht bevor, denn das Unternehmen hat gewaltige Schulden angehäuft und nun wurde das Sanierungsverfahren eröffnet. Jetzt stellt sich die Frage, wie es weitergeht. Das waren die Top-News von heute. Alle ausführlichen Artikel findest du auf heute.at. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.